Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon 2 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir versuchen die Reihe Tekken quasi weiterzubringen und eventuell, Mad Games Tycoon ist jetzt vom Markt genommen. 3,8 Millionen hat es uns eingebracht. Wir bleiben immer so rund um die 50, 56 Millionen momentan. Also unsere Spiele müssen auch das unbedingt einbringen, was sie jetzt machen. Aber hier sieht es noch ganz gut aus. Wir haben 25.000 verkaufte Einheiten in der letzten Woche gehabt. Das sieht noch ganz gut aus. So, aber kommen wir zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Tekken haben wir ist eine unserer erfolgreichsten Serien. Und ja, die steht jetzt gerade so ein bisschen auf des Messers Schneide. Denn wir programmieren einen Nachfolger und die Bewertung des Ganzen hat sich ein bisschen geändert. Von daher müssen wir da mal gucken, ob das denn so schicki wird, wie wir uns das vorstellen. So, unsere Grafiker sind fleißig dabei, haben ordentlich zu tun. Unsere Soundleute sind auch fleißig dabei. Oh, gibt es immer 119.000 extra. Aber da sind ja etliche Spiele, das wir jetzt ja häufiger lesen, glaube ich. Unsere Soundleute sind gut dabei, die sind gut dabei. Bugs haben wir auch noch ein paar dabei. Na, das läuft ganz gut, glaube ich. 50% der Entwicklung sind um, aber es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir zu wenig Grafik haben. Oh, ist es zu kalt hier drin? Habe ich da keine Heizung eingebaut? Da habe ich keine Heizung eingebaut. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Raum umgestalten. Keine Heizung eingebaut im Aufenthaltsraum. Wir sind ja ein paar. So. Jetzt solltet ihr euch da auch wohlfühlen. Gut, alles klar. Und dann werden wir weitermachen mit der Wirtschaftssimulation. Nach dem Bundesliga-Manager wird es dann die nächste Wirtschaftssimulation geben. Mal gucken, was wir da machen. Ich habe ja früher, das ist ewig, nicht lange her, Zeppelin Giants of the Sky habe ich gerne gespielt. Das war so meine erste richtig, da wo ich so richtig viel gespielt habe. Und was ich dann auch, glaube ich, eines der wenigen Spiele, was ich durchgespielt habe. Ich habe es auf GOG nicht gefunden, schade eigentlich, weil da habe ich jetzt neulich Dings gefunden, aber Giants of the Sky in Englisch möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt spielen. Eigentlich die deutsche Version, naja, das wird sich sicherlich irgendwo eine Webseite finden, wo man das für eine DOSBox nochmal runterladen kann. Mal gucken. Gab es hier eigentlich irgendeine Meldung? Nee, habe ich nichts verpasst? Okay, gut. So, Tekken 3 läuft langsam rein und wenn die hier bei 100% sind, dann müssen wir natürlich dann auch Dings dazugeben. Die Soundleute sind fast mit fertig hier. Die sind relativ fix, also der Sound wird wieder sehr gut werden. Jetzt haben wir hier gutes Wetter, minus 3%, 30% verkaufte Einheiten. Oh, 600.000 haben wir schon, also fast 700.000 Einheiten haben wir schon verkauft vom Bundesliga-Manager. Ich denke, da geht noch was. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da noch ein kleines Update hinterher zaubern. So, einer deiner Programmierer möchte wohl Mitarbeiter des Monats werden und hat in einer Nachtschicht eingelegt. Das Resultat ist deutlich gestiegene Performance des Spiels. Sehr gut. Ein Messestand. Ah, wir haben zwei Spiele. Dann wählen wir mal den Bundesliga-Manager und checken. So. 3000 neue Fans. Sehr schön. Und wir haben den Hype noch wieder hochgebracht hier, bis auf 100. Und RPG 92 hat 70.000 eingebracht. Sehr gut. Und hier haben wir den Hype auch schon auf 100 gebracht. Das heißt also, wenn das Spiel rauskommt, also das ist wahrscheinlich overhyped. Wie Sau. Aber okay. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß für meine Community oder für meine Spieler-Dingsbumserschaft. Entwicklung fortsetzen. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Soundleute sind auch fast fertig. Da gibt es nochmal 70.000 extra. So, hier sieht man, der Hype hat Auswirkungen gehabt. Die Hype-Steigerung. Und jetzt machen wir hier Marketing-Speziale für den Tekken 3. Ah, überhalb erzeugen geht erst ab 100% oder was? Überhalb kannst du erzeugen. Wenn ein Spieler einen Hype von mindestens 90 hat, bedenke, dass ein Fan enttäuscht sein könnten, wenn das Spiel keine sehr hohe Bewertung erhält. Alles klar. Dann gehen wir mal eine Vorabversion zur Presse, damit wir uns da schon mal 3% holen. Damit die Presse ein bisschen gut gestimmt ist. Man muss ja an alles denken. Ja, Soundleute sind fast fertig. Grafikleute hängen hinterher. Bankzinsen plus 200%, interessiert mich nicht so. Die brauche ich gerade nicht. Da los? Achso, die arbeiten gerade nicht. Gerade keiner zu Hause. So, was hier oben los? Bessere Grafik. Tekken 3 abgeschlossen. Achso. Ja, da muss jetzt noch
Das ist, achso, das ist das mit besseren Charakterentwicklung. Ja, wir müssen unbedingt unsere Grafikaktion. Ich brauche das Haus hier hinten. Ich muss dann mehr Leute einstellen. Ich muss dann mehr Entwicklerbüros haben. Oder ein Entwicklerbüro haben. So, die sind gleich fertig hier mit den Bugs. Okay, dann machen die noch damit. Aufgabe abbrechen. Ja. Unterstützen die Jungs hier. Damit ihr da fertig werdet. So. Wie sieht's hier aus? Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das ist rausgegangen. Okay. Spezialmarketing. Beta-Demo veröffentlichen. Bitteschön. Plus 3% bei Tekken. Sehr gut. Da wieder RPG, RPG. Also die ist so oft im Echo Add-on. Also die ist so oft. Wahnsinn. Also wir haben nicht ein einziges RPG-Game gemacht. Und wenn man unsere Engines anguckt. Moment. Engines. Wenn man unsere eigenen Engines anguckt. Action Creator. 35 Mal benutzt. Okay. Engine 40 Spiele mit dieser Engine. 104 mit Strategy Builder. Okay. Aber unsere hier 38 Spiele mit unserer Engine, ne? Deckstufe 4. Also die ist schon nicht schlecht. Also 5 Millionen Einnahmen. Sehr gut. So, Simulator, da gibt es nochmal ein paar Dollars für uns. Sehr gut. So. Da geht auch ins Polishing. Und jetzt ist nur noch er hier da am Arbeiten. Aber es ist schon ganz gut. Die sind nah dran. Am Ziel. Also wenn alle fertig sind. Schon okay. Müssen, also ist aber zwei mehr davon und das wäre cool, ne? Plus 5 Hype. Plus 11 Hype. Alles klar. Simulator bringt auch mal 252.000. Also kriegen jetzt 100 und. Aber plus 11 Hype? Dazu haben wir noch gar nicht gekriegt. Da muss es echt gut angekommen sein schon. Die Demo. Also dann. Vielleicht haben wir ja durch Zufall alles richtig gemacht. Glaube ich nicht dran, aber naja. So, kommt aus der Wallung hier, meine Kleinen. So, neue Forschung, moderne Controller Support, okay. Müssen wir gleich mal forschen. Was ist das? Ein Gameplay-Feature, okay. So. Also entweder die Klos hier raus, aber das wäre ungünstig. Das Ding kleiner wäre auch blöd. Neuer Trend, Action und Schafe. So. Hab ich nicht geguckt, ne? Da machen wir eine Marktforschung. Nächster Trend, Action und Schafe, demnächst unbeliebt, Rennspiel und Mecha. Okay. Action-Spiele sind beliebt. Aber Tekken hat Action als Untergenre, ne? Bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. So. Tekken 3 ist fertig. Wir werden es Tento übergeben. Und dann sehen wir Kampfkunst, Karate. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sportspiel, Kampfkunst. Ah, okay. Was kann ich? 16. Oh. Sehr gut. Ein Hit. 88%. Wir hätten es überhypen können. Das kann doch schon mal ganz gut werden. So, jetzt machen wir hier aber erstmal nochmal schnell ein kostenloses Update für den hinterher. Damit wir dann nochmal die Verkaufszahlen boosten. Damit wir die goldene Schallplatte auf sicher bekommen. Anhalten. Achso, da ist wieder das gewesen. So, hier machen wir mal die Leute selektieren. Alle da rein. Starte Trainingskurs. Grafik Design für Profis, damit ihr ein bisschen schneller werdet. So. Noch irgendwas? Achso, hier könnt ihr gucken. Gibt es hier den Spielbericht erstellen? Von Tekken 3 bitte. So. 39.104 verkaufte Einheiten in der ersten Woche. Woohoo! Und die Userbewertung 600-6, also 1% nur schlecht, 99% gut. Sehr, 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 sehr cool. Sehr cool. Uns ist ja richtig was gelungen. So, RPG 92, da gibt es nochmal 51.000. Das war ja nicht so erfolgreich, das Spiel. Na ja, egal. Machst du nichts, ist halt so.
Mikro. Entschuldigung. Sorry. Oh. Brusel auf der Schamai. Verschluckt. Sorry. Hier DO. 3DO gibt es. Gab es ein 4DO? Gab es irgendwas mit 3DO? Ah, so, ich glaube, ich muss gleich noch einen Schluck trinken, damit ich diesen Brusel von der Schamai kriege. Gut, dann machen wir noch. Dann machen wir ein Update kostenlos zu Tekken hinterher. So. Also, das sieht ja richtig gut aus. 150.000 verkaufte Einheiten nach 3. Nach 3 Wochen. Das schauen wir mal, die Spieler in ihrem ganzen Leben nicht. Zum Beispiel dieses hier: 172.000. Ha, nach 56 Wochen. Ich habe Bombe verkauft. So, also das sieht schon mal ganz gut aus. Das spielt uns auch richtig Geld in die Kasse. Das fällt gleich auf hier, weil wir ja jetzt so ungefähr 500.000 damit machen. Ich würde sagen, das Spiel sieht ganz gut aus. Dann gucken wir uns mal den Spielbericht an. Ansehen von Tekken 3. 88% haben wir gekriegt. Kampfkunst, Karate, das ist alles tuffig. Wir haben nichts getroffen. Okay. Wir haben nichts getroffen und trotzdem so eine gute Wertung. Also müssen wir alle irgendwo ganz knapp daneben liegen. Aber das hat natürlich, das war schon mal richtig toll. So, ich würde sagen, dann ist das große Buddeln dran eigentlich nochmal mit einem Geschicklichkeitsspiel, dass wir da einen fünften Teil von mal machen. Nein, wir machen das mit einem Wiesem. So, okay. Aber dazu müssen die Grafikdesigner erstmal rauskommen aus ihrem Tiefschlaf dort. So, oh, das war auch ein sehr schönes Spiel. 700.000 verkaufte Einheiten, 5 Millionen Umsatz. 400.000 sind davon für mich. Sehr gut, habt ihr Gutes gemacht. Lava Logic, Hot, The Hot Eye 2. Das war ein sehr erfolgreiches Spiel, muss man sagen. Das hat auch ja, bei uns ganz gut eingeschlagen. Auf dem Konto. Das haben wir eine Woche lang Tekken verkaufen, ne? Was wir da jetzt verdient haben dran. Super, ist ja echt genial hier. Das ist schon monstermäßig gut. So, da 257.000. So, dann machen wir. Gucken wir mal, gibt es einen Kurzauftrag schön? Ja, komm, machen wir den mal schnell. Um die Verkaufszahlen einfach weiterzulaufen zu lassen. Da ist nichts Neues. So. Machen wir nochmal hier noch ein Tekken-Add-on. Komm, eins hauen wir noch raus. Die 500.000 haben wir in einer Woche rein. Was war das? Dödöd? Dödöd will ich nicht hören. Dödöd klingt komisch. So. Motion Capturing Studios freigeschaltet. Plattform bei 2 wurde vom Markt genommen. Okay. Ah, jetzt haben wir MoCap. Okay. Neue Freischaltung. Motion Capturing Studio. Okay. Das heißt, MoCap brauchen wir jetzt wirklich. Dann brauchen wir jetzt wirklich hier hinten das Büro, ne? Aufpreis 16.000. 16 Millionen? Ist ja echt billig. Oder? So billig? 53? Nee. Oh ja, war schon immer so mit der Preis. So, gut. Hier, da haben wir mal 16 Millionen ausgegeben. Das heißt, jetzt können wir hier neu durchsortieren. Ich würde hier einen kleinen Aufenthaltsraum und Klos in diese Nische reinbringen und dann machen wir hier große Büros rein für Entwicklung und den anderen. Was ist denn hier los? Warum schneiden das jetzt hier so? Das heißt, wir machen hier hinten einen WC und einen Aufenthaltsraum rein. 4x5. Okay. Die Tür reingebaut. So. Haken dran. Toilette. So, Waschbecken. Handtrockner, Mülleimer, na, Wasserspender brauchst du nicht. So, gut, alles klar. Dann haben wir hier schon mal das WC drin. Dann bauen wir hier weiter und machen hier einen Aufenthaltsraum rein, einen kleinen. So, es fehlt eine Tür, ja, Tür haben wir. Haken dran. So, da drinnen stehen dann, haben wir auch ein Sofa, nee, wir haben nur Sessel einzeln, okay. 2 Sterne. Wir nehmen so einen schönen Schuss. 2 Sterne Sessel. In Blau.
So, drei Sessel zum Ausruhen, ein TV-Gerät. Mülleimer. Ein Wasserspender. Kaffeemaschine. Medizinschrank. Oh, einen Medizinschrank könnte ich auch hier noch mal mit reinhängen. Ja. Heizung. Ich kenne Heizung mit Klo eingebaut. Das ist natürlich fatal jetzt, ne? So. Ja, gut, muss ja nicht sonst wie warm sein im Klo, aber. Da schon wieder los. Nicht, hab ich doch Pause, da darf doch gar nichts passieren. WC, Heizung. Oder zwei Heizungen drin. Vielleicht kann ich hier noch eine Elektroheizung irgendwo mittig reinstellen. So. Okay, so. Dann geht's hier weiter mit dem Aufenthaltsraum. Aufenthaltsraum. So. Ein Spielautomat. Dann haben wir noch einen Kühlschrank. Okay, der Mülleimer muss da weg. So, passt der Kühlschrank da nämlich hin. So, dann machen wir hier noch rein. Warte, Gegenstände kaufen, Aufenthaltsraum. Eine Lampe ist immer schön, wenn man eine Lampe hat. Pflanze geht natürlich auch. Eine goldene Schallplatte. Nein, ja, komm. Entwickler des Jahres könnt ihr euch auch angucken. Dann machen wir noch einen Teppich hier rein. So, sehr schön. Oh, eine Tierzeichnung hängen wir hier an die Wand. Pferdekopf. Dann was haben wir hier für ein Tier? Katze, glaube ich. Was ist denn, ein Hund oder? Ein T-Shirt oder keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, gucken wir mal, was das hier wird. Das ist ein Hund auf jeden Fall. Aber das ist die Tierzeichnung. Man weiß es nicht. Okay, also Aufenthaltsraum haben wir auch fertig. So, und jetzt können wir uns ganz große Büros hier reinbauen. So groß wie geht. Und dann müssen wir mal gucken, wie breit ist denn das ganze Ding überhaupt hier. Kann man das mal ausmessen. Wenn ich jetzt hier so eine Entwicklung reinsetzen würde, ist 23 breit. Das ist natürlich ungünstig. 23 lässt sich jetzt schlecht durch 3 oder durch 4 oder durch irgendwas teilen, weil 23 ist eine Primzahl. Genau. Das heißt, ein Raum wird immer um ein Feld kleiner oder um zwei Felder kleiner. So, da wir wissen, dass wir, also wir haben ja jetzt hier ein Entwicklerstudio, was ich hier rausnehmen kann und was ich hier rausnehmen kann. Theoretisch. Weiß ich gar nicht, was ich hier reinmachen will, aber da müssen wir gucken, was wir da reinbauen. Geht eigentlich auch ein Klo außerhalb vom Flur, dass die Durchräume durchlaufen müssen, also dass das Klo hinter einem Raum steht. Wir könnten die beiden zusammenlegen. Ne, das ist ja nicht ganz gut, dass die auseinander sind, aber die müssten größer werden, ne, mit Bugs und... Obwohl, ja, ne, die müssten ein bisschen größer werden. Okay, ich würde ja ganz gerne den ganzen Raum umziehen lassen, aber das geht halt nicht, ne. Aber ich würde jetzt ganz gerne eigentlich ein Grafikstudio machen. Also wir brauchen ja, na gut, hier könnte man eine Mocap reinbauen, ne. Die Entwickler, also die, oder lassen wir die Entwickler so in der Größenordnung erstmal. Ich würde gerne hier auch eine 12er Gruppe Entwickler haben. Kann man hier nicht 12 irgendwie reinkriegen in den Raum? Der ist doch genauso groß wie der hier, oder? Muss doch irgendwie gehen, dass ich das genauso aufgebaut kriege wie das da. Dann kriege
kriege ich hier 12 Entwickler rein und hier 12 Entwickler rein. Und dann nehmen wir die Entwickler hier raus. Dann haben wir hier zwar die Entwicklerstudios. Ich weiß nicht, ob die eine Tür zum Flur brauchen oder ob das ausreicht, wenn die Tür quasi in einen anderen Raum reingeht. Bin ich mir noch nicht sicher. Na gut, okay. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir könnten 4x8 die Räume machen. Also 8 Meter breit. Und wie lang ist das denn hier? Warte mal. Acht mal 11 wäre das. Okay, das geht dann von der Seite auch nochmal. Mit 7. Und dann geht es von der Seite nochmal mit 8. Und dann hättest du hier... Ja. Ein Grafikstudio. Dann ziehen wir die Grafiker darüber. Das wird dann machen wir da drüben das Soundstudio, dass das hier auch verschwindet. Kriege ich denn hier Mocap rein? Ich weiß nicht, was man braucht, wie groß die Mocap-Teile sind, ne? Könnte interessant werden. Soundstudio könnten wir erstmal so lassen hier. Dann lassen wir das jetzt. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Und den Raum, den verlagern wir dann hier rein erstmal. Und dann kommt da drüben noch ein Mocap. Was haben wir denn Motion Capturing? Motion Capturing Raum. Wie groß muss denn der mindestens sein? Muss mindestens 5x5 sein, okay. Okay. 5x5 kriegen wir hin. Na gut, dann machen wir da drüben Mocap noch rein. Die Grafiker machen wir da drüben rein. Das reicht dann erstmal, ne? Die Entwickler von hier ziehen hier hin. Ich könnte das hier komplett zum Schulungsraum machen. Und dann legen wir das hier zusammen als Audio und dann kommen die Forscher hier rein. Könnte auch gehen, ne? Dass das in einen Audioraum wird. Ich weiß nicht, ob die ganzen Plätze da reinpassen. Ich glaube nicht, aber das müssen wir gucken. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall 4, also 10 Leute kriege ich hier nicht rein in den kleinen Bereich. Könnte man auch machen. Also die Entwickler gehen ja dahin. Das heißt, der Platz wird frei. Wenn ich die hier rausnehme und da reinstecke, dann hätte ich den komplett, das hätte ich, oder ich mache das komplett zum Soundstudio. Hier müsste ich dann genügend Soundleute reinkriegen. Wie habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 Stück habe ich aktuell. Haben wir hier jetzt aber keinen Klo mehr drin, aber das ist ja dann auch egal. Den Raum können wir dann auch groß machen, dass hier vorne der Türbereich reinkommt, ne? Tja, meine Lieben, das überlege ich mir alles noch in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis denn. Tschüss.